Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Ja, in der letzten Folge waren wir im Gefängnis von Riften, haben diesen anderen Schwarzdorn oder wie die heißen, diese Familie Schwarzdorn, die da recht reich ist. Upsi, das war jetzt die falsche Taste. Ich wollte eigentlich hier rein, genau. So, was haben wir denn eigentlich erledigt? Ich gucke gerade mal kurz. Ja, genau. Schwarzdorn, Sibi Schwarzdorn, mit dem haben wir gesprochen. Der sitzt nämlich, der Kerl hat jemand umgebracht. Und ja, wir haben von dem den Schlüssel gekriegt, waren im Haus von den Schwarzdorns und haben da ja einiges mitgehen lassen. Und vor allem das Wichtigste war diese Urkunde für das Pferd. Das haben wir auch mitgehen lassen. Und das Pferd selber, das haben wir auch mitgenommen. Haben das Quest erledigt und somit könnten wir jetzt hier ein neues anfangen. Jetzt muss ich natürlich wieder gucken, was wir hier noch zur Auswahl haben. Fastred, wer ist denn Fastred? Ein Bote der Liebe. Ach, das komm, das machen wir jetzt. Ich möchte ja auch hier irgendwann mal heiraten hier apropos heiraten, das geht ja glaube ich nur mit einer bestimmten Halskette und zwar hier Amulett von Mara, die darf ich ja nicht verkaufen. Ich hoffe, ich denke noch dran. So, genau. Erledigen wir das Quest, vielleicht können wir mal schauen. Dann könnte man hier jemanden heiraten im Spiel. Oh, was war das denn? Hä, was war das denn? Die hat sich gerade aufgelöst. Oh, ganz viele Bären. Oh! So, geht's dir wieder gut? Ihr braucht Ach, das etwas? ist dieser Typ, der dieses Pferd Frost jetzt hat. Was macht denn der hier ohne Pferd? Ich dachte, wollte das Pferd zurückbringen. Es ist der ohne Pferd hier unterwegs. Schau, wie schnell er rennen kann. So, wir nehmen hier die Klauen mit von den Bären. Das entspricht mit Fastred. Ist die hier überhaupt in der Nähe oder müssen wir da ein bisschen weiter weg? Oh je, die ist hier. In Iverstadt. Ja, das ist doch ein gutes Stück. Ja, entweder wir laufen jetzt dahin und erkundigen uns hier noch ein bisschen und gucken, erkunden. Ob wir hier noch irgendwie noch was aufdecken. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt auch machen. Wobei wir jetzt die letzten Folgen immer gereist sind und haben hier gar nichts mehr so wirklich, ja, abgesucht. Werde ich jetzt mal zur Abwechslung nochmal wieder laufen. So, da oben ist. Kommt wieder überhaupt hoch? Ja. Oh, ist schon wieder ein Bär. Weil hier gibt es aber viele Bären. So, wir müssen unsere Waffe aufladen, sehe ich gerade. Oh, was haben wir denn hier für ein Dolch? Ich glaube, das ist ein Questgegenstand. So, wo ist die Waffe? Hier. Ladung. Großer Seelenstein. Ja, mach mal. Laden wir wieder auf. Hey, das gibt's ja nicht da oben. Da ist noch ein Bär. War so viele Bären auf einem Haufen. Jetzt auch noch nicht gehabt. Stopp.
Nicht runterrutschen, dich nehme ich noch mit. So, ach, ist das doch schön. Was für eine schöne Aussicht hier wieder. Ist sehr herbstlich eingestimmt, die Natur. Ah ja, guck an, da vorne ist auch noch was, so eine Art Burg. Wahrscheinlich wieder ein Jäger, oder? Bist du ein Jäger? Ich Du jage und bist fische ein seit Jäger. Jahren in dieser Gegend. Okay, dann kannst du das auch, noch einer. Guck mal, so haben die Meine ihre Zelte Wilderei tut damals doch niemandem aufgeschlagen. weh. Der Jarl kann wohl kaum jeden Hirsch essen, oder? Ich sag ja gar nichts. Aber wie kann denn das bitte so... Ja, wohl doch. Ich jage und fische seit Jahren in dieser Gegend. Ja, ist da gar nicht so schlecht hier, guck. Ui, da ist ein Buch. Wir nehmen das mal mit. Wer weiß, wer weiß. So, da vorne geht's zur Burg. Mal gucken, wie weit ist die denn? Oh, die müsste hier irgendwo sein. Ja, wir nehmen die jetzt mit. Schauen wir mal, wie weit. Ist die noch weit weg? Keine Ahnung. Ach, das sieht aus wie gemalt, die Landschaft. Das ist der Wahnsinn. Sehr hübsch, sehr idyllisch. Warte mal, gibt's hier? Oh, ich muss mal kurz auf den Steg hier gucken. Ja, okay. Bloß für Fischer was. Richtig nett. Sehr schön die Farben auch. Ich finde es einfach klasse. Also mich fasziniert das Spiel echt wahnsinnig, weil es so viele schöne Kulissen. Was ist Hetzt die das denn? Hunde auf sie, Jungs! Was? Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ach, ich glaube nicht. Und der arme Hund, der muss jetzt dran glauben. Ja, du hast es erfasst. Oh, hier gibt es aber ganz schön viele von denen. Banditen oder was haben wir denn hier wieder? Ja. Oh, das war aber richtig daneben. Tja, wird alles niedergekloppt. Da kenne ich keine Erbarmen. Das hilft dann auch nicht zu sagen, ja, genug. Ui, was hat denn der für einen Nordbogen hier? So, was ist denn wieder? Wo schießt du jetzt hin? Ich sehe überhaupt nicht. Da oben sitzt. Ah, oh. Das war gar nichts. Das war jetzt knapp. Ja, mach doch mal. Himmelsrand gehört dem Nord. Macht euch bereit zu sterben. Mal ganz kurz heilen. Ja, die Lydia schafft den schon auch. Ganz ohne Hilfe schafft sie den auch. So, allerdings finde ich das hier ganz, das ist eine ganz komische. Was? Geh doch mal weg. Ach so, hier geht's rein. Ich dachte mir schon, hier kommst du bloß in den Hof rein und hier geht's nirgendwo rein. So, wir besuchen hier mal dieses V.
Faldas Zahn. Überall fallen die da auf die Stelle, das ist wieder typisch. Lassen wir die Spielchen. Genug! Tja, das hättest du mal früher überlegen müssen. Gekochtes Rindfleisch. Todes. Ist auch eine Art Gefängnis hier. Ein Wolf. Wo spricht denn der Typ? Spricht irgendwo einer? Woher, wir kommen hier gar nicht rein. Und die Stimme kommt von da. Und da kommt auch eine Stimme her. Müssen, dass sie lügt. Sag uns mal davon. Aber das tut. Wow, 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 wow. Okay, okay, alles gut. Alles gut. Entspann dich. Ah, wir brauchen ganz dringend Heilung. Seh nix. Boah, der ist ja ganz schön. Und leicht lapp. Das war's mit dir. So, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das ist einfach nur ein Gefängnis hier. Ja, diese Wölfe gezüchtet. Hunde, Wölfe. Oh, Bücher. Der ist tot, der hat es nicht überlebt. Oh, das ist eine Falle. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Also wirklich. Oh Gott, da geht's ja weiter. Ergibt euch. Nein. Habe ich nicht. Oh, noch einer. Ihr wollt zu den Nord gehören? Und zack, die rüber ab. Oh, lass mal schauen, was du denn Schönes dabei hast. Ja. Naja. Naja. Hier gibt es ganz eine Menge Bier. Met, Bier. Ja, die haben es richtig gut gehen lassen hier. Guck mal, was für Saufkumpels. Also sich die Zeit vertrieben hier mit Wetten. Der arme Wolf. Ja, der wird uns jetzt angreifen, wenn wir hier aufmachen, aber ist mir jetzt auch wurscht. Banditenwolf. Was für ein Gemetzel das hier drin ist. Wahrscheinlich die Wölfe hier kämpfen lassen. Mir gefällt es hier nicht. Ich gehe jetzt wieder. Meister. Mal sehen, ob wir die Tür hier aufkriegen.
Shit. Nein. Aber wir schaffen das. Nicht aufgeben. Ich traue mich gar nicht umzudrehen. Na komm. Nee, das passt nicht ganz. Ach, komm schon. So, irgendwo hier war das. Das hat jetzt nicht mehr viel gefehlt. Yep. Ach, du liebe Zeit, guck an, die haben hier überall Geld. Das sacken wir uns jetzt ein. Warte, da unten ist noch ein Geldbeutel, den, dass ich den vergesse. Hier noch ein Geldbeutel. Wieder einer. Ja, die zwei lasse ich jetzt liegen kommen. Zerstörungszauber kostet 15% weniger Magika. Gut. Oh, hier ist noch ein Geldi. Ein Geldsack, ein kleiner Geldsack. Ja. War's das jetzt? Warte mal, hier geht's glaube ich wieder zurück. Aber hier ist irgendwas eingestürzt. Nee, da kommen wir auch nicht weiter. Da geht's weiter. Ja, gibt noch die eine Möglichkeit, und zwar diese Holztür. Aber jetzt sind wir wo ganz anders. Hey, wo sind wir denn hier unten? Geht's da hoch und da geht's hoch. Und irgendwie geht's überall hoch. Oh, das geht gar nicht. So, jetzt machen wir wieder die Perspektive rein, weil... Okay, hier gibt es nichts weiter. Wir müssen jetzt hier irgendwie hochkommen. Wieder eine Ratz. Ein Skiba. Aktivieren. Du störst mich gerade. Könntest du mal damit aufhören? Und da vorne ist eine Tür, sehe ich gerade. Was haben wir denn damit ausgelöst? Ich habe jetzt nicht aufgepasst, weil diese Ratze mich hier abgelenkt hat. Hier gibt es nichts. Wohnt hier jemand? Hallöchen. Wieder Geld. Oh, Tagebuch des Kopfes. Was ist das für ein Tagebuch? Nimm, einfach auf, komm. Hallöchen. Oh, warte mal. Den Dolch nehme ich mal mit hier. Hundefleisch. Hab nichts anderes zu essen gefunden oder was? Speisekammer. Voll mit Hundefleisch. Die sind richtig ekelhaft, diese Banditen. So, dann gehen wir wieder raus. Ach Gott, da geht's noch. Ich dachte, ich komme jetzt wieder raus. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Mach ihn fertig, Lydia. Jetzt bringt ihr es zu Ende.
Oh, oh, ganz schlecht. Ich bin gleich tot. So, wir schlucken ein bisschen Heiltrank. Noch einmal. Weg da. Oh, Lydia. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. So, ist schon wieder die rüber ab. Ach komm, den nehmen wir jetzt auch mit. Ein bisschen was verkaufen, was wir zum Verkaufen haben. Hä, die sind so eklig. Ja, da könnte ich was kotzen. Hier, die Hunde da essen tun. Ja, geschieht dir schon recht, du Barbar, du Wilder. Ja, ich meine, es gibt ja auch andere Tiere, die man jagen könnte. Aber die haben sie sich die Hunde ausgesucht. So, hier war ja nichts mehr, nein. Ah, ich muss mal gerade was gucken. Ja, okay. Pelzhelm, nee. Lass mal, du, lass mal. So. Oh, schon wieder der Tisch voller Gold. Ups, das war jetzt die blöde Taste, die ich jetzt mitgenommen habe. Und unterm Tisch. Nein, ich wollte keine Tasse, Mensch. Aber unterm Tisch liegen auch noch ein paar Goldmünzen rum. Die haben anscheinend zu viel davon gehabt. Weil das jetzt hier schon auf dem Boden rumflacken lässt. So, was ist das hier? So, wir schmeißen jetzt gerade eben, upsi, das unnütze Zeug hier wieder raus. Das tun wir auch rausschmeißen. Ja, obwohl es wurscht, ich könnte es da verkaufen. So, hier diesen Krug. Oh, eine Falle. Ach, Lydia, Mensch, du musst natürlich da volle Kanne reinlaufen. Vielen Dank auch. Latscht die da volle Kanne rein. Was? Und ich krieg's ab. Lassen wir die Spielchen. Ja, ich mag aber spielen. Komm her, ich spiele gerne. Zwar mit meinem Schwert. Gnade! So, was gibt's hier? Nee. Nee. So kleine Heiltränke. Hm. Das könnte Lydia eigentlich mitnehmen. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Ich mag jetzt die kleinen nicht. Ich zeig euch, wozu ein echter Hawk imstande ist. Ja, dann zeig mal, was du so drauf hast, du. Wo ist das auch eine Falle? So, das war anscheinend schon alles, was du drauf hattest. Tut mir sehr leid. Tut mir leid für dich. Oh, da ist eine Bärenfalle. Ist noch eine. So, hier müssen wir ja auch wieder rauskommen. Oder auch nicht.
Oh, ich dachte, ich komme jetzt hier vielleicht. Ah, doch, hier geht's weiter. Ui, hier haben wir noch Eisenerz. So. Ein bisschen Gold. Was ist das Ding hier weitläufig? Das sieht gar nicht so danach aus, aber hier kann man sich. Oh, oh, oh. Kann man sich hier verlaufen? So, erstmal hier oben gucken, bevor ich unten weiter latsche. Ich schätze mal, dass wir da wieder rauskommen, obwohl. So, jetzt gibt es hier wieder Käfige. Himmelsrand, da geht's raus. Apropos, doch, ich gucke jetzt trotzdem erstmal raus. Vielleicht gibt es hier einen anderen Ausgang. Erstmal schauen. So, jetzt ist schon wieder dunkel draußen. Ja. Quiekt noch einer rum. Ja, dann gehen wir wieder zurück. Ich möchte den anderen Weg noch latschen. Ablatschen. Aber vielleicht war es das hier auch schon. Ja. Jetzt kommen wir wieder ganz zum Anfang zurück. Ja, dann haben wir hier schon durchgeplündert, was es ging. Gibt es leider nichts mehr. So, eigentlich haben wir ja was ganz anderes vorgehabt. Ja, wo ist denn der? Hol ihn mir im Schlummer und mach ihm großen Kummer. Oh, süßer Rache, wie schön ich hier ins Häuschen lache. So ein Ständchen für mich, ja. Mal gucken hier, vielleicht ist der hier oben irgendwo. Und nicht weiter. Wo bist du? Zeig dich doch. Na, bist du hier hoch? Taschendiebstahl. Das ist noch echte Kunst. Man schleicht sich an. Na gut, dann lassen wir es halt. Dann lassen wir es halt. So, wo muss ich jetzt da nochmal genau hin? Ich muss gerade eben noch gucken. Ja, da vorne ist es. Ja, ein bisschen haben wir noch zum Laufen. Aber es geht noch. Guck mal, da vorne muss auch eine Hütte noch irgendwo sein. Und eine Höhle haben wir hier auch noch irgendwo. Ja, wo ist denn die Hütte jetzt hier? Die muss doch hier irgendwo sein. Da ist der hinter dem Berg. Ne, hier. Das ist so eine abgebrannte Hütte. Rotwassergrotte entdeckt. Rotwassergrotte, ja. Wer bist du denn? Passt mit dem Feuer auf. Brennt jetzt gar nichts ab. Wachposten. Ich weiß, was willst du hier noch abbrennen? Entschuldigung, hier ist ja schon alles abgebrannt. Ich passe hier nur auf. Das, was ihr sucht, findet ihr im Haus unten. Im Haus unten? Was suche ich denn? Woher willst du wissen, was ich suche?
Und wie komme ich hier rein? Gar nicht. Wisst ihr, ich passe hier nur auf. Das, was ihr sucht, findet ihr im Haus unten. Was du nicht sagst. Schlacht am Roten Berg. Hallo. Wenn ihr eine neue Prise braucht, seid ihr am richtigen Ort. Geht einfach durch die Falltür hinunter. Das ist ja hoffentlich keine Falle hier. Ha? Ich habe nichts bei mir. Wenn ihr Skoma sucht, geht einfach... Rotwassergrotte. Ja, dann schauen wir mal unten hin. Dann schauen wir doch mal hier nach unten. Was ist das denn? Da hustet sich einer ab. Das ist aber nicht die Lydia. Halt! Wenn ihr dort hinuntergeht, behaltet eure Waffen bei euch. Oder ihr werdet mich noch kennenlernen. Geht rein und benehmt euch. Aber sicher doch. Entspann dich, du. Was ist denn mit dem? Ist er krank? Ah, mir gefällt es irgendwie nicht so wirklich, ne? Aber jetzt sind wir schon hier. Geht nach unten. Stehlen. Langweilt mich. Ja, und tu mich erst. Geht nach unten. Ihr langweilt mich. Oh Mann. Oh Mann, hier hustet überhaupt die ganze... Was ist denn das hier? Aha, willkommen, willkommen. Ich glaube nicht, dass wir euch hier schon einmal gesehen haben, oder? Nein. Ihr könnt etwas von mir kaufen und dann in jeder beliebigen Sitzecke Platz nehmen. Sitzecke? Ist das hier ein Hausarztpraxis hier, oder was? Hey, was ist das hier? Banditen. Adliger. Aber hier ist auch irgendwie so ein komischer Dunst. Ein Rauch. Süchtiger. Aber die lebt durch hinüber. Was ist das hier für ein Ort? Kaiserlicher. Ist das so ein Drogentempel hier oder was ist das? Merkwürdiger Ort. So, wir gucken mal zu der Dame da hinter den Gittern. Ihr seht angespannt Händler. Aus. Nehmt in einer Sitzecke Platz und entspannt euch ein wenig. Oder braucht ihr Nachschub? Also doch so ein Drogenloch hier. Was ist das hier für ein Ort? Hey, meint ihr das ernst? Das ist die Rotwassergrotte. Lieferant des besten Skoma außerhalb von Valmora. Ja. Habe ich es mir schon gedacht. Wie wir essen mit einer Kostprobe. Warum ist euer Skoma so außergewöhnlich? Das Geheimnis ist unsere einzigartige Rotwasserquelle, sodass man das Skoma auf ganz neue Art und Weise genießen kann. Gib mir mal eine da Kostprobe. Euer erstes Mal ist, warum nicht? Sucht euch eine Sitzecke und genießt es. Echt? Wir dürfen zudröhnen? Also, wenn sich das so toll anhört... Ihr seht angespannt aus. Ja. Nehmt in einer Sitzecke Platz und entspannt euch ein wenig. Ups. Wie soll ich mich denn hier entspannen? Die husten alle. Der eine ist tot. Weiß nicht, ob das ganz so gut ist. Nee, lass mal. Oh, das war keine gute Idee. Lydia, lass das mal. Eieiei, jetzt hat sie ihn umgebracht. Jetzt, oh, jetzt haut die uns weg. Ach.
Komm, wir gehen mal schnell raus hier, Lydia. Bei Ismir lebend kommt ihr hier nicht raus. Ja. Ist da jemand? Die haben uns ange... Oh, die greifen uns auch an. Ach, komm schon. Okay, wir lassen uns hier tot kloppen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also ihr Lieben, macht es gut. Bis dahin. Ciao.